Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Hätte ich doch fast den Titel vom Spiel vergessen. Wir spielen Kapitel 3, Flucht von Naboo. Den Storyteil natürlich wieder. Und wir hüpfen hier rein. Und ab jetzt ist es eigentlich wieder zum größten Teil blind. Also ich habe das Spiel natürlich schon mal komplett durchgespielt. Aber das ist schon wieder länger her. Und war auch auf dem DS, glaube ich. Von daher... ja, ist es vielleicht ein bisschen anders als diese Version, hoffe ich doch. Und nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, nein. Wieso, was habe ich heute mit diesem komischen Spruch? Keine Ahnung. Wir wählen mit U, bitte, diesmal die Story. Episode 1, Lag, Bekämpfung. Wow. Ich sehe nichts. Ach da, Flucht von Naboo. Boss Ness, der Anführer der Gungan, weigerte sich, den Menschen Naboos zu helfen. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi verlassen daraufhin seine Unterwasserstadt und eilen zum Königspalast in Teed. Teed? Teed? Oh, das ist natürlich bitter jetzt. Als die Kampfdruiden der Handelsföderation in Teed einmarschieren, können Königin Amidala und ihre treuen Beschützer Captain Panaka nichts tun, um die Invasion aufzuhalten. Schade. Ja, damit... Ja, stürmen die Truppen quasi Naboo und das ist Königin Amidala. Mäh. Oh. Oh, er kriegt sein Laserschwert wieder nicht an. Haha, na oh Mensch, du bist einfach zu blöd. Und ja, das ist genauso doof. Tritt ihn los, tritt ihn. Oh, bounce. Kommt mal. Und wir sind Königin Amidala. Und das ist der erste Charakter, der für uns schießen kann. Way. Und das Tolle ist, die Projektile suchen eigentlich ziemlich das Ziel, das ist ganz entspannt. Also man schießt einfach drauf. Entweder man schießt zufällig gerade in die richtige Richtung oder eben nicht. Ja, wunderbar, schießen wir auf den Blumenkübel und macht den Blumenkübel kaputt. Ja, wir machen hier alles mal kaputt. Ja. Und ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen, bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Blub, Tasten gucken. Da sind die Tasten. Gut. Und die gehen da schon hoch. Mensch, damit haben sie den ganzen Spielverlauf verraten. Ja, wir haben hier ein paar Türen kaputt geschossen und können jetzt hier rein. Hä, schade. Naja, wir können jetzt da hoch, indem wir... Welche Taste drücken? Genau, eine, die J-Taste. Und wir öffnen ein paar Türen hier. Brr. Ganz klassisch mit einer... Ja, mit einer Kanone. Und haben den armen Kerl darunter geschoben. Und wir töten unsere Verbündeten. Weil das macht eine gute Königin so. Senatorin, wer auch immer. Und ey. Jo, jetzt können wir da auch theoretisch rein. Was ist hier drin? Oh, ein großes Bild von Königin Amidala. Das ist aber hübsch. Das ist in der Tat sehr hübsch. Was ist hier drin? Wow, spannend, ein paar Münzen. Und ich muss wieder kurz unterbrechen. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ist heute ja dieser tolle Eurovision Song Contest. Und meine Mutter versucht mich gerade davon zu überzeugen, dass ich doch mitgucken soll. Auch wenn ich nicht wirklich Lust darauf habe. Weil ich meine, naja gut. Sie hat vielleicht letztes Mal gewonnen, die gute Lena. Aber warum sollte sie heute nochmal gewinnen? Keine Ahnung, ich nehme es zurück, wenn sie gewinnt, aber
Ich weiß nicht, dieses komische Lied ist auch irgendwie komisch. Das komische Lied ist komisch, ja. Das ist eine tolle Beschreibung. Ich hab's kaputt gemacht. Oh mein Gott. Zerstäubt. Zerblastert eher. Wow, hüpf, hüpf. Ich möchte hoch. Slap sie alle tot. Wie sie einfach voll auf diese Kampfdrüben draufhaut. Bones. Ich kann Objekte mit schwarz-gelben Streifen verschieben. Das ist aber schön. Und das hier kann ich vermutlich zusammenbauen? Oder was ist das? Hä? Aha. Schon mal ein Stein. Vermutlich der dahin kommt. Warum schiebt die denn so schnell? Ist ja auf zu schieben. Ist man gar nicht gewöhnt. Ey, von Legend of Zelda, der schiebt auch nicht so schnell. Der gute Link, wenn man puzzelt. Jetzt schiebt das dahin, wo es hingehört. Warum passt das da jetzt nicht? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt vielleicht? Warum denn nicht? Muss ich das da reinschieben oder was? Aha. Das heißt, das muss da rein. Warum auch immer. Rein mit dir. Was mache ich hier jetzt? Wo sind die Teile dafür? Ich bin verwirrt. Minimal. Ja. Hallo? Hallo? Was muss ich tun? Blumenkübel kaputt schießen. Die Macht kann sie nicht benutzen. Aber was soll ich denn sonst hier machen? Ach, da geht's weiter. Ach, kann gar nicht weitergehen, weil mir wieder die nötigen Fähigkeiten dafür fehlen. Das ist natürlich toll. Und hier ist ein Minikick versteckt gewesen. Wunderhübsch. Blub, Herz. Diese Karte hier kommt mir besonders bekannt vor aus Lego Indiana Jones, weil irgendwie sieht das ziemlich ähnlich aus. Ja, genau. Hau den Captain Panaka einen auf die Mütze. Bautz, 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 Bautz. Hau sie. Mach sie fertig. Dich auch. So. Hier passiert nicht besonders viel. Hier könnten wir theoretisch wieder mit unseren Jedis was tun. Aber die haben wir natürlich diesmal wieder nicht dabei, weil wir natürlich nicht nochmal mit den Jedis spielen können. Bautz. Und ich bin gleich wieder tot, weil die Amidala leider nicht so effektiv ist. Peng. Peng. Ach, das ist auch ein Minikit. Schön, das holen wir jetzt doch gleich. Weil desto mehr wir eigentlich haben, desto besser ist es eigentlich schon, weil wir sie dann nicht mehr alle suchen müssen. Naja, gut, aber desto, ja. Desto unzusammenhängender wird es eigentlich, wenn ich sie dann suche, finde ich. Also, weil wenn ich sie dann suche, dann fehlt dann wieder irgendwie die Hälfte und was weiß ich alles. Naja, gut. Da sehen wir auch die Zielscheibe, auf die wir schießen müssen, damit die Tür aufgeht. Und ich höre schon ein paar Laserschwerter ziehen. Klingt so, als wenn wir gleich wieder die Jedis über den Weg laufen. Ach, da sind sie ja, unsere guten Jedis. Und ich habe etwas rausgeschoben. Was bringt mir das? Ich werde mich wieder hoch. Schön. Punch! Falcon Punch! So, dann haben wir die Jedis ja endlich wieder.
Wir haben den Fahrstuhl dann aktiviert. Wunderbar. Jetzt sind wir eine Vierergruppe. Wunderhübsch. Die war leider ein bisschen zu spät, kommt für meinen Geschmack. Ach ja, genau. Die Amidala kann auch nur einmal hüpfen. Das ist natürlich doppelt langweilig. Das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Hey! Weil Treppe ist cool. Münzer! Münzer, hab ich gesagt. Und wir möchten da hoch. Hier wäre theoretisch eine Tür für einen kleinen Charakter. Wow, habe ich mir doch selbst glatt in den Kopf geschossen. Und rüber da. Hui. Ich glaube, wenn ich hier alle Dinge aktivieren würde, dann könnte ich hier auch lang. Naja, gut. Jetzt kann ich hochfahren und die Schilder aktivieren. Und können fliehen. Renn weg, Amidala, renn weg. Well. Deshalb, also ich sammle jetzt eigentlich Mini. Ja, jetzt nochmal auf Mini-Kids zurückzukommen, ne? Die sammle ich also soweit ein, wenn ich welche offensichtlich finde, dann sammle ich sie halt ein, aber alle anderen nicht. Und dann hoffe ich halt, dass ihr das über die Übersicht dann halt findet, nachdem ich ja dann schon gesagt habe. Ich packe euch dann einfach zwei Videos hin. Das eine nennt sich dann halt... Aha. Interessant. Das eine ist dann halt das Story-Video von dieser Episode, von diesem Kapitel. Und das andere ist dann halt das freie Spiel, wo ich halt diesen Rest einsammle. Damit ihr euch dann, ja, eine Übersicht finden könnt quasi, wo was sich befindet. Baum kaputt. Und ich finde, die Minikits sind teilweise echt offensichtlich versteckt. Also, wenn man jetzt hier guckt, zum Beispiel, wir können die Bäume zerschießen und danach kommen irgendwelche kleinen Säulen raus. Was können wir wohl damit denen machen? Ja, wir könnten sie hier zum Beispiel stapeln. Und da ist eine blaue Münze und ein Loch im Boden. Hey! Durch das müssen wir vermutlich durch. Ja, auf jeden Fall können wir die Dinge halt stapeln und dann kommt man theoretisch auch an einen Minikit. Das machen wir dann. Aber wie gesagt, alles wann anders, weil das dann zusammenhängender ist. Drück auf den Knopf. Aber du musst mir das nicht jedes Mal zeigen. Ich weiß, dass es da ist. Oh. Das komme ich sowieso nicht ran, weil es ein toller Carbonatkäfig ist, den wir nur mit einer tollen Special Weapon öffnen können, also mit einem Raketenwerfer oder einem Minenwerfer eines Kopfgeldjägers. Hey du! Ich möchte was trinken. Zombie. Roger. Oh, macht sie alle kaputt. Ich mach die Druidensprache. Roger. Tada! Ein Glitzerschiff. Und wir flüchten von Naboo. Wunderbar, damit hätten wir das Level abgeschlossen und fürs freie Spiel freigeschaltet. Und Königin Amidala freigeschaltet. Ebenso wahrscheinlich wie Captain Panaka. Genau. Noch wen? Nein, natürlich nicht. Und wir bekommen wieder 73%. Und das hätten wir auch. Minikits haben wir auch ein paar gefunden. Okay, wir gehen in die Mos Eisley-Kantine. Ihr kennt das schon. Von den letzten beiden Folgen. Und hier sind wir in der Mos Eisley-Kantine mit Amidala und Panaka. So, ich werde jetzt nochmal kurz zum Shop gehen und gucken, was wir da so freigeschaltet haben. Hüpf, Amidala, hüpf. Wir sehen, wir können jetzt theoretisch schon alle Episoden spielen, nachdem wir eine Folge gespielt haben.
Man spielt schon seit 35 Minuten. Hey, damit habe ich schon mehr geschafft als in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, obwohl ich länger gespielt habe. Okay, wir gehen hier rein und gucken. Wir könnten uns Charaktere kaufen mit U für wählen. Ja, gut. Wir kaufen uns den PK-Druiden, da er klein ist. Einen Kampfdruiden, weil er schießen kann. Königliche Wache und Patschme. Ja, Kopfgeldjäger gibt es, glaube ich, noch nicht. Schade eigentlich. Ja, also es gibt dann jede Menge Charaktere auf jeden Fall, die wir freischalten können. Die kosten dann auch ordentlich Geld. Extras! Gehen wir uns das nochmal angucken. Ich nehme Extras ein und aus erstmal mit, weil ich nicht weiß, was uns das eigentlich bringt. Die sind alle noch gesperrt. Das weiß ich noch nicht so ganz, wann die sich freischalten werden. Todesstern abschleppen. Verstehe ich nicht. Ist mir auch doof. Find ich auch doof. Ich nehme Gänseblümchen mit. Und Piep Piep, was auch immer Piep Piep ist. Keine Ahnung. Ist doof. Code eingeben brauchen wir nicht. Goldene Steine könnten wir theoretisch auch einkaufen. Ja, wir kaufen es ein. Und weitere können wir sowieso noch nicht kaufen. Tada! Es gibt nämlich jede Menge davon auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt. 4, 2, 1, 14. 14 goldene Steine muss man sich kaufen. Wunderbar. Wozu auch immer. Gut, und da ich gerade Lust drauf habe, zeige ich euch den Außenbereich zeige ich euch von anders. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal mehr so die Story von Episode 1. Danach kommt das freie Spiel von Episode 1. In der Hoffnung, dass ich bis dahin einen schönen Kopfgeldjäger freigeschaltet habe. So, das nächste ist dann das Podrennen auf Mos Espa. Und ich glaube, jeder weiß, was uns da erwartet. Also bis dahin sehen wir uns vermutlich nicht. Aber bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.